Ich stehe hier gerade vor dem Cinemax und werde in wenigen Augenblicken ein exklusives Interview mit dem Radio- und gleichzeitig Filmjournalisten Knut Elzermann führen, der während der Berlinale seine Sendungen täglich im Cinemax ausstrahlt. Ja, schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen. Wir sind ja noch unter uns. Das ist jetzt noch ganz privat, was ich Ihnen erzähle. Was bedeutet Film für Sie? Ja, na, Film ist sozusagen mein Leben. Also ich, seitdem ich klein bin, gucke ich unheimlich viele Filme und jetzt ist es sogar noch mein Beruf. Also ich konnte mein Hobby mit meinem Beruf vereinen, was natürlich die ideale Variante, finde ich, für ein Leben ist, dass man sich mit dem ganzen Tag beschäftigt, was einem ohnehin Spaß macht. Das ist doch toll, ne? Die Berlinale ist ja ein Event, was die Menschen sich gerne anschauen. Wie schaffen Sie es trotzdem, Ihre Sendungen während der Berlinale schmackhaft zu gestalten? Na gut, das hoffe ich, das weiß ich natürlich nicht ganz genau und ich denke mir, dass viele Leute sich natürlich auch über das Fernsehen informieren, die sich für das Festival interessieren, weil sie da eben das Bild auch haben, die Ausschnitte haben, die Gesichter sehen, ist ganz klar. Aber was wir natürlich hier haben und das ist der Unterschied sicherlich jetzt zum, wenn du Fernsehen als Vergleich nimmst, wir haben hier sehr viel Zeit, also wir haben jeden Tag 2 Stunden am Abend. Also wir haben hier den Luxus von einer Gründlichkeit, die vielleicht das Fernsehen so nicht liefern kann, weil die gar nicht so viel Zeit haben. Aber wir können eben auch mal einer Nebenweg folgen oder mal was vertiefen oder so. Das ist vielleicht das Besondere, nicht? Das, was Radio überhaupt hier hat. Also diese Chance, vielleicht doch etwas breiter und ausführlicher über bestimmte Dinge zu reden, als eben das Fernsehen, das ja ohnehin immer so diese Quotenangst hat, nicht? Beim Fernsehen, die kriegen morgen früh dann Quotenschritte, genau jede Minute, wie wir Hörer haben eingeschaltet, Zuschauer sind es ja, wie Zuschauer haben eingeschaltet oder ausgeschaltet. Das Problem haben wir nicht. Wir bekommen alle halbe Jahre die Quoten, kriegen ganz furchtbar einen Schreck oder freuen uns und dann vergessen wir es auch wieder, zum Glück. Sie sind ja auch noch Filmkritiker. Viele Leute fragen sich bestimmt, wie viele Filme Sie in Ihrer Karriere gesehen haben. Also insgesamt im Leben fällt es mir schwer zu sagen, aber ich kann mal sagen, so der Jahresdurchschnitt sind so 300 Filme etwa. Also ist aber bei allen Kollegen auch so, ist jetzt nicht besonders viel oder wenig. Wir sehen fast jeden Tag einen Film oder zwei, eben, die uns gezeigt werden, Pressevorführungen. Hier beim Festival ist es natürlich ungleich mehr, bestimmt um die 40, 50 Filme, die man so insgesamt sieht. Aber ich sag mal, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, wenn man überlegt, jeder, der abends noch irgendwie Fernsehen guckt, sieht sich in der Regel auch irgendwie einen Film an. Und das, wenn man mal hochrechnet übers Jahr, nicht, kommt also auch viel zusammen. Nur ich muss eben drüber nachdenken, drüber schreiben, überlegen, ob es gut oder schlecht ist. Also eigentlich sind 300 Filme normaler Durchschnitt. Wenn wir jetzt mal von dem Thema Film ein bisschen abschweifen und auf Ihre Karriere zurückblicken, macht Ihnen denn am Radio so viel Spaß? Ich finde, Radio ist eben wirklich ein sehr intimes Medium. Also anders als jetzt Fernsehen. Im Fernsehen mache ich ja auch hin und wieder mal. Aber da ist man auch bei der Berlinale, mache ich jetzt Fernsehberichterstattung für den MDR. Da ist man geschminkt und hat irgendwie meistens einen schicken Anzug an. Und wenn man sich da verspricht zum Beispiel, ist das sofort irgendwie sehr peinlich und wirkt irgendwie unangenehm. Im Radio ist es so ganz egal. Im Radio kann man sich als Journalist, glaube ich, eher auch selbst so präsentieren, wie man ist. Man muss sich nicht verstellen. Nicht? Und Radio ist sehr intim. Die Leute haben eine bestimmte Vorstellung. Es begleitet die Leute eher durch den Tag auch noch. Ich habe jetzt schon ein Zeichen bekommen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Wie habe ich die Möglichkeiten, so einen Job mal später zu machen wie Sie? Na, schwer zu sagen, weil ich bin jetzt auch freischaffend, also bin jetzt nicht fest angestellt und man wächst da so rein, denke ich mir. Und ich denke sogar, dass diese jetzige Generation ist, in einem Punkt hat sie es schwerer natürlich, klar, weil die Medien alle in der Krise sind und nicht mehr fest anstellen und einschrumpfen und so. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich das Internet, was für euch auch wichtig ist, wirklich neue Möglichkeiten. Und ich kenne durchaus Kollegen, junge Kollegen, die durch das Internet, weil sie sich da profiliert haben, dann eben sozusagen auch in die klassischen Medien reingekommen sind, ja, und dann im Volontariat da gemacht haben, ihre Texte vorzeigen konnten. Zum Abschluss würde ich noch gerne wissen, was für Sie so das größte Highlight in Ihrer Karriere war. Das ist schwer zu sagen, wirklich, weil es sind einfach immer Begegnungen mit Leuten. Also wirklich, ich bin immer wieder glücklich und froh, wenn ich wirklich Leute kennenlerne, die vielleicht ein tolles Buch geschrieben haben, einen tollen Film gemacht haben, Leute, die man auch schätzt und bewundert. Auch hier sind immer wieder wirklich Legenden auch. Also jetzt war Volker Schlöndorff da, Oscar-Preisträger gestern, Schauspieler. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele, auch im Verlauf der Jahre sehr viele Begegnungen, die aber immer dann beglückend sind, wenn man auch die Leute vielleicht bewundert und merkt, man kann mit denen gut reden, kennt ihr Werk und sie einen noch bereichern können, weil sie einem vielleicht noch Dinge verraten, die man noch nicht wusste. Also das kann ich so punktuell wirklich nicht sagen. Dafür ist es dann doch zu viel. Ne?